keine Verwunderung, wir sind hier nicht bei der Sportschau, sondern ich fahre gerade in Braunschweig in die Diskothek Atlantis ein, denn das ist der Ort, wo heute live BIT, Peter Illmann Treff, herkommt. Ha. Schönen guten Abend in Braunschweig im Atlantis. Ich kann euch sagen, es ist ein heißer Ofen, aber ich hätte noch gern einen heißen Taschenofen gehabt, denn draußen ist es bitterkalt. Freut euch, dass es hier so nett und richtig schön warm ist, heute hier bei BIT Peter Illmann Treff. Ja, wir haben heute auch eine ganze Menge zu bieten. Ich meine, Fußball ist eine Konkurrenz, da kann man kaum was machen, muss ich ja zugeben. Aber wir versuchen es, denn wir haben auch ein Spiel, ein ganz besonderes, für euch in der Diskothek und natürlich auch für euch draußen an den Fernsehschirm, wie man so schön sagt, und zwar unser Telefonspiel. Es geht darum, Videos zu erkennen. Und wie das Ganze abläuft, werde ich natürlich noch später erkennen. Aber Telefon im Auge behalten und frei halten vor allen Dingen. Alles Weitere später. So. Endlich allein kann man ja hier eigentlich nicht sagen, denn hier ist niemand allein, hier sind eine Menge Leute und eine gute Stimmung. Trotzdem, so heißt das neue Lied von einer Band, die jetzt gerade auf Deutschland-Tournee ist, trotzdem es noch geschafft hat, hier in meine Sendung zu kommen, und darüber freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders. Hier sind aus Köln BAP! Let her come.
ich bin sicher, ihr habt Wort für Wort verstanden von Bab endlich allein. Und jetzt geht's um unser Videoquiz. Wir haben wieder Videos rausgesucht und sie verfremdet, allerdings nur den Ton. Also das Bild stimmt genauso, wie es eigentlich jeder kennen sollte, aber der Ton stimmt nun absolut nicht. Und unsere Frage natürlich, wie heißt das Video, wie heißt der Titel des Videos? Das ist nicht nur für euch in der Diskothek sehr wichtig, sondern auch für alle, die zu Hause mitspielen wollen. Denn ihr habt schon gesehen, ein schöner, wunderschöner Turm aus völlig wertlosen Telefonen. Das ist wirklich schon Kunst, da kann man gar nichts wollen. Nur dieses eine, das ist funktionsfähig und funktioniert auch. Und das wird auch nachher zum Zuge kommen. Denn wie gesagt, ihr zu Hause könnt mitspielen und könnt vor allem auch was gewinnen. Wenn ihr nämlich weit genug kommt, dann winken satte 500 Mark. Und das ist ja nun schon mal was. Da kann man tolle Sachen verkaufen, viele Schallplatten, vieles, vieles mehr. Also lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Ihr müsstet also erkennen, wie heißt der Titel des Videos, was wir jetzt gleich sehen werden auf unserem Bildschirm. Also hier auch in der Diskothek gut aufpassen, wie ist der Titel dieses Videos. Und jetzt würde ich mal sagen, Video ab! So, ich hoffe, allen ist klar, um was es sich hier handelt. Das ist also sozusagen die Qualifizierungsrunde. Wer das weiß, hat die Chance mitzuspielen. Und zwar für die Telefonspieler mit zu Hause, die also jetzt schon am Telefon sitzen, gebe ich jetzt natürlich auch nochmal die Nummer bekannt. Einfach anrufen und sagen, es war der Titel, je nachdem, was es war. Telefon auch in Braunschweig. Für alle, die in Braunschweig wohnen, die müssen die auch mitwählen. Diese Telefonnummer 0531. 33-3296 0531 33 32 96. Ihr könnt ab sofort anrufen und wenn ihr Glück habt, dann seid ihr nachher hier bei mir auf der Leitung und könnt mitspielen. Und für euch in der Diskothek eben, ihr braucht natürlich nicht zu telefonieren, sondern ihr müsstet einfach gleich, während ich hier irgendwo verschwinde, auf mich zustürmen und sagen, es war der und der Titel und dann seid ihr mit dabei. Der Erste, der kommt, hat ganz einfach gewonnen. So einfach geht das und schon haben wir zwei Kandidaten für die erste Runde in unserem Spiel. Und wie gesagt, der Preis winkt ja schließlich, ne? So, jetzt machen wir erstmal Musik, damit das Ganze mal wieder hier richtig schön in Fahrt kommt. Eine Gruppe, die vor gut einem Jahr einen Riesenhit hat in Amerika und auch hier bei uns. Und zwar hieß der Titel Obsession. Jetzt haben sie zwei Leute ausgewechselt und sind noch besser geworden, kann ich nur sagen. Und hier ist der Titel I Engineer und hier sind Anymotion.
Trailer, ne? Das ist keine falsche Einspielung, sondern ein Titel. Wartet, kennt ihr das noch? Dazu? John Barr, Sex on Fire! Genau, jetzt hätte ich einen Preis gewonnen, wenn es einen gäbe, aber es gibt leider keinen. Das war sein Riesenhit, John Barr und Elmo's Fire aus dem gleichnamigen Film. Und er hat natürlich was Neues gemacht. Und er hat vor allem eine Gitarre, die mir besonders aufgefallen ist, nämlich mit den englischen Flaggen des Union Jack, den englischen Farben des Union Jack. Und das kommt daher, weil alle immer glauben, er sei aus Amerika, weil er da seine größten Erfolge hatte. Aber nicht wahr, er ist ein waschechter Engländer und das will er auch damit zeigen. Hier ist der neueste Titel, zu Deutsch ungefähr. Wenn du schon gehst, dann nimm auch dein Geld gefälligst mit. Don't leave your mark on me, hier ist John Barr. I walked into the night, and a thousand angry demons up into flight. I went running through the fields with a fever in my veins, and the rain came crashing down and dragging my name above my head, all in red. I could see you bearing down on me. You said you're not running out, said you're not leaving now. Forever, not forever. Don't leave your mark on me, no need to reply. Yeah, I'm just playing, I'm just killing time. Don't leave your mark on me, no need to reply. Yeah, I'm not staying, no. Darkness, a of the night, shadow in the doorway beckons me inside. It's open in the way, for I couldn't see its face, but a voice from deep inside me screamed to get out of this place. In my head, blood red, red. John Parr
Don't Leave Your Mark on Me. So, und jetzt geht's schon wieder weiter mit unserem Video-Quiz und zum ersten Mal im deutschen Fernsehen Matthias, ich hoffe. Danke. Bis zum ersten Mal, nicht? Das ist also mein Saalkandidat. Jetzt habe ich schon wieder, ich gucke so viel Frank Elzer. Es ist der Kandidat aus der Diskothek, der sich qualifiziert hat für unser Video-Quiz. Und das war ganz wichtig, die richtige Lösung zu finden. Und die richtige Lösung war natürlich, jetzt kann ich ja jetzt sagen, Beast of Burden von Bette Midler. Bette Midler war uninteressant. Beast of Burden hast du auch gesagt und war völlig richtig. Er hat sofort zu mir gestürmt und hat es gesagt. Du bist aus Braunschweig? Nein, aus Heidelberg. Aus Heidelberg? Wie kommst du hierher? Extra wegen Pitt. Ja, das war jetzt wieder nicht abgesprochen. Das sind mir die liebsten Gäste. Na, die liebsten nicht. Ihr seid genauso lieb hier aus Braunschweig. Aber nun ja, mein Heidelberg ist auch eine schöne Stadt, ne? Wann kommst du dahin? Ja, müssen wir mich mal einladen, wenn eine große Diskothek in der Nähe ist. Ja, schon längst. Hast du eine Diskothek? Selber. Gut, dann werden wir das arrangieren, dann komme ich auch mal nach Heidelberg, dann können wir spielen. Okay, das Telefon klingelt und da ist jetzt hoffentlich mein Telefonkandidat dran. Hallo, hier ist der Peter Illmann, PIT. Hallo? Ja, hi. Wer ist dran? Dennis Eulberg. Dennis? Ja? Dennis, wo kommst du her? Aus Braunschweig. Aus Braunschweig, na. Ich hätte es genau andersrum vermutet, natürlich, dass der Telefonkandidat von wer weiß woher kommt und der Saalkandidat aus Braunschweig. Aber nun ist es genau umgekehrt. Macht ja nichts, da ist wieder der Ausgleich da. Ja, es geht jetzt natürlich wiederum darum, den Titel eines Videos zu erkennen und zwar möglichst schnell. Ja. Ihr müsstet also jetzt genau aufpassen, du hier beim Monitor und du natürlich zu Hause am Fernsehgerät. Und zwar nicht erst warten, bis das Video rum ist und dann sagen, ja, es war das, sondern sofort losbrüllen, so laut ihr könnt. Auch du, hörst du mich noch? Yes, du hörst mich noch. Prima. So laut es geht, sofort den Titel des Videos mir zurufen, entweder hier per Telefon oder hier direkt. Denn wer als erster das Ganze macht, der hat gewonnen, hat vielmehr die dritte Runde erreicht und da geht es dann erst um die Wurst. Also alles klar, ja, für euch? Ja. Bei dir auch, ja? Ja, logisch. Prima, gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, das Video starten. Also so schnell wie möglich antworten, ja? Ja. Okay, mal sehen, was für Schönes kommt. Blue Monkey. Ja, mit 17 träumt man auf Blue Monkey von David Bowie. Und Liebe auf den nächsten. Der Interpret stimmt. Alles richtig. Mit 17. Interpret stimmt. Mit 17. Ja, mit 17 kann man so romantisch. Schnell, gleich ist vorbei. Den Titel. Titel von David Bowie. Welcher ist es? Routine. Richtig. Richtig. Völlig richtig. So, genau das war's. Damit hast du am Telefon praktisch die dritte Runde erreicht. Ja. Da sehen wir nochmal das Originalstück. Na gut, ist vorbei, jetzt ist vorbei. Okay, gut, dann bleibst du in der Leitung, ja? Ja, klar. Und wir hören uns gleich wieder, dann geht's nämlich in die dritte Runde, ja? Okay, bis gleich. So, ja, Matthias, für dich leider erstmal Schluss. Tut mir leid, ja? Aber, was? Ja, natürlich komme ich nach Heidelberg. Ach, warte mal, wir haben ja doch noch irgendwas für dich. Du hast zwar nun wirklich nicht, aber das ist für dich. Ein kleines Souvenir, ja? Okay, tschüss und servus. So. Ja, und jetzt machen wir weiter mit einer Gruppe, die ebenfalls, wie Buffy ja schon am Anfang, aus Deutschland kommt. Die singen allerdings Englisch. Vielleicht ist das für viele ungewöhnlich, aber in Amerika, in England, nennt man Meißner Porzellan Dresden China. Und genau so heißt die Gruppe. Und hier sind sie mit Fire and Rain. Memory.
my brain. Echo voices calling my name. I put the silence in your scream. You put the nightmare in my dream. You entertained me locked up in chains. Devil may care, but smoke's in the air and wind in my hair. China und Fire and Rain. So, und jetzt ist mir neben mir natürlich eine Gruppe, die auch aus Deutschland kommt, die ich aber gar nicht so großartig vorstellen muss, obwohl sie waren einige Zeit weg. Wir sind Alphaville. So. Marian, ihr wart längere Zeit, habt ihr pausiert. Was habt ihr gemacht? Ja, erstmal mal Ferien gemacht, so ein bisschen, uns mal erholt von allem, dann haben wir ein paar neue Stücke geschrieben und im Moment sind wir noch im Studio, arbeiten an unserem nächsten Album. Das wird, ich schätze, so Anfang kommenden Monats rauskommen. Wir haben ziemlich viel gemacht, so mehr Produzenten in dem Album. Es war eigentlich ein ziemliches Abenteuer, dieses neue Album zu machen. Aber auch mal ganz schön, ein bisschen mal Ruhe zu haben, ein bisschen mehr Ruhe für sowas, ne? Ja, in der ersten Zeit, ja. Und ihr habt auch einen Wechsel bei euch gehabt jetzt. Wie ist das passiert? Ricky Ecolot oder Echolot? Ecolet. Ecolet, gut. Wie kommt der Wechsel zustande? Ja, wir sind schon ganz alte Freunde, schon immer gewesen. Als der Frank gegangen bin, hat er mich gefragt, ob ich mitmachen will. Der Frank macht jetzt was anderes. Ich bin nicht einmal gefragt, ich habe mindestens dreimal gefragt. Und endlich hat es geklappt. Okay, wünsche ich auch in der Formation viel Erfolg. Eure neueste Single, wie heißt die? Dance? Nee. Dance With Me. Ja, mit dir will ich nicht, aber bitte. Dance With Me, hier sind Alphaville.
Das waren also Alpha Bill. Und jetzt geht's wieder um unser Videotelefonspiel. Ihr wisst vielleicht noch von vorhin. Dennis am Telefon hatte vorhin die richtige Lösung, kommt also in diese letzte Runde und hat nun wirklich die Chance, 500 Mark zu gewinnen. Und sie spielt nicht jetzt gegen einen von euch, sondern gegen einen prominenten Gast, den ich jetzt begrüße. Und ich begrüße Dieter Bohlen von Modern Talking. Grüß dich, Dieter. Hallo. Hallo. Ja, so. Ist nett. Ja, nicht? So viel Applaus dafür, dass man gar nicht singen braucht, ist toll. Dieter, ihr wart, Modern Talking, Thomas und du, ihr wart in meiner letzten Sendung zu Gast. Ihr solltet zu Gast sein, das hat dann nicht geklappt. Dann gab es sehr viel Gerüchte in den Zeitungen, standen und sehr viel drin. Was ist nun wirklich gewesen? War Thomas krank oder was war also los? Also Thomas, er war wirklich krank und ist immer noch krank. Trotzdem sind wir gerade dabei, unsere neue LP zu machen. Das spricht schon wieder der Werbefach. Neue LP. Kaum auf der Bühne spricht das schon über die neue LP. Also wirklich. Aber ja, außerdem, ich meine, wenn ich das noch kurz sagen darf, am Sonntag läuft meine erste Titelmelodie mit Schimanski und Donnerstag kommt dann CC Catch bei Schon Kommentar. Ich nehme jetzt das Mikrofon weg, dafür sind wir nämlich nicht da. Es ist zwar sehr interessant, was du erzählst, aber wir wollten ja über Thomas Bescheid wissen und ihm gute Besserung wünschen. Also er ist wirklich krank, ja? Ja, der ist total krank, sieht auch ganz gelb aus wie ein Chinese irgendwie. Na ja, gut, aber werdet ihr denn überhaupt noch zusammen auftreten? Weil da gab es ja auch Gerüchte, Modern Talking bricht auseinander. Nee, wir brechen nicht. Ihr brecht nicht? Nee, kein Stück. Ihr bleibt zusammen wie Fels und Schwefel. Ja, 100%. Prima. Alles klar. Gut, du weißt so in etwa, worum es geht schon. Es wird gleich ein Video wiederum gezeigt, ein Videostück mit verfremdetem Ton. Und du müsstest also den Titel des Videos erkennen. Gegen unseren Telefonkandidaten, der natürlich die gleichen Chancen hat, weil er es am Fernsehschirm sieht. Und wer als erster den richtigen Titel sagt, der hat gewonnen. Okay. Und zwar gibt es 500 Mark zu gewinnen. Und wenn du die 500 Mark gewinnst, wenn du also der Schnellste bist, was machst du denn damit? Ja, ich muss sie ja spenden und zwar. Das heißt, du musst sie, du kannst sie meinetwegen eine neue Produktion spenden, aber ich dachte ich spende die an die Alsterdorfer Anstalten. Okay, prima. Jetzt gehe ich mal, lass mich mal eben ans Telefon. So, wieder. Bleib ruhig da stehen, So, hallo Dennis? Ja, hallo? Ja, bist noch da, ja? Ja, hallo. Wie ist bei euch die Stimmung? Aufgeregt? Alle ja. Ganze Familie versammelt? Nee, Familie ist nicht aber gut. Was? Die Familie ist nicht da, aber die Stimmung ist gut. Aber es sind genug Leute da, die dir vielleicht noch ein bisschen helfen können? Ja klar, drei Leute. Gut, dann würde ich sagen, Dieter, kommst du hier wieder rüber? Rüber. So. Hier rüber. Du brauchst nämlich einen Kopfhörer, damit dir keiner was zurufen kann. Verrate dem Dieter mal, mit wem er spielt, der lacht sich kaputt. Kennst du ihn? Dennis Olbert, sag ihm das mal. Dennis Holger, kennst du ihn? Dennis Krüger oder wie? Dennis Olbert. Oh, Tag Dennis, den kenne ich wirklich. Den kennst du wirklich? Also Dennis, du musst verlieren. Nee, ich verliere nicht. Das ist ja, wie so vorher, kennst du den denn? Der hat bei dir in der Sendung, die wir bei dir mal gemacht haben, bei Pit Extra, ist das jemand aus meiner Band. Oh, das sind ist aber wirklich wahr. Dennis, du musst verlieren. Dann habt ihr natürlich noch stärkeren Konkurrenzkampf, kann man ja so sagen. Okay, dann werden wir sehen. Dann würde ich sagen, starten wir das Video jetzt. Wollen wir sehen, was kommt. Und so schnell wie möglich antworten, ja, ganz schnell. Queen! Was? Das ist Queen. Die Gruppe stimmt, aber den Titel brauchen wir. I want to break free. Ja. Er hat's. Dennis, du hast leider verloren. Ja, du warst nah dran. Das Video ist ja bekannt. Dennis, ich danke dir, dass du mitgespielt hast. Hat so nicht geklappt, ne? Wir werden mal sehen, ob wir dir vielleicht von unserem Telefon hier zusenden können, an den als Souvenir, ne? Für die Adresse mal mit ausfragen. Ich danke dir fürs Mitmachen. Servus. Ja, Dieter. War es das? War es dir so bekannt? Hast du schon oft gesehen? Ja, es ist also die Videos von Queen finde ich alle ganz gut. Sind alle ganz gut. Ja, jetzt haben wir nun die Situation, also die 500 Mark werden dann von dir gespendet, ja? Okay. Okay, und vielen Dank. Ich wünsche dir dann viel Erfolg für deinen ersten Filmsoundtrack, für deine neue LP, für CC Catch, für Modern Talking und eventuell sonstige Pläne, die dich jetzt leider nicht mehr ausmachen konnten. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Servus. So, also Geld ist weg für einen guten Zweck und das ist ja auch nicht schlecht, kann man sagen. Jetzt gibt es eine Band, die deutsch-englisch ist, kann man so sagen. Sie sind in den deutschen Charts tatsächlich schon auf Platz 36 zurzeit mit einem Titel, der richtig schräg und ungewöhnlich klingt und genauso ist auch die Darbietung von den Jungs. Picnic at the White House heißt die Band. We need protection! Yeah.
At the White House, we need protection. Wir brauchen Schutz für uns selber, vor der Polizei, vor allem Möglichen. Das sollte so in etwa das Lied ausdrücken. Jetzt haben einige schon vorhin gesagt, wie ist das denn möglich, dass der da Dieter Bohlen mit seinem Bandkollegen zusammenspielt. Aber ganz in der Tat, es ist wirklich absoluter Zufall gewesen. Diese Herren dürftet ihr auch kennen. Es sind die Mechanics und Mike Rutherford. Mike, hallo. Mike Rutherford ist natürlich bei vor allem allen Genesis-Fans bekannt, denn er ist Mitglied der Gruppe Genesis. Mike, what's about Genesis? Just finished a new album, which comes out in June, and we'll be touring in September. There are no problems for the group is still alive. The group was alive yesterday evening. Yesterday evening? Yesterday evening. Ah, also die Gruppe lebt noch, ist voll dabei, hat gesagt, und das neue Album kommt bald raus. Genesis-Fans, keine Sorge, auch bei den Solo-Plänen von den vielen Mitgliedern gibt's keine Probleme, Genesis sind da. Aber jetzt geht's nicht um Genesis, jetzt geht's um Mike and the Mechanics. Ich darf mich schon mal verabschieden. Am 14. Mai sehen wir uns wieder aus Kolber Moor aus der Diskothek Flip. Ich hoffe, ihr seid dabei. Hier sind also Mike and the Mechanics und Silent Running. Tschüss, Servus.
inside the doorway.